Die Herausforderung war bei mir, ich bin seit 18 Jahren selbstständig als Immobilienmakler, aber ich habe es jetzt nicht geschafft, alleine den nächsten Step zu machen, also aufs nächste Level zu kommen. Insbesondere aktuelle Zeit mit hohem Zinsniveau, Eigentümern, die hier große Herausforderungen haben, zu verstehen, wo die Kaufpreisfindung mittlerweile stattfindet. Bleibe ich im Angestelltenverhältnis oder gehe ich den Schritt in die Selbstständigkeit? Ich suchte neue Perspektiven, neue Blickwinkel und bin auf Heinz gestoßen und bin unglaublich dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte. Er hat mir eine völlig neue Welt geöffnet, viele neue Ideen, viele neue Impulse gegeben. Qualitativ, also vom Inhalt her bombastisch, und da merkst du halt, dass du kein Theoretiker hast, sondern einfach der kommt aus der Praxis, der weiß, wovon er redet, der hat die Erfahrung. Das überzeugt mich und bringt mir auch total viel. Erfolge in der Zusammenarbeit, auch einfach durch den stetigen Kontakt mit euch, dass wir immer wieder Hilfe bekommen haben, dass wir wissen, wie wir aus so einer Problemsituation herauskommen konnten. Wenn man halt speziell Fragen hat zu den Bewerbungsgesprächen oder zu den Leitfäden, wie der Bewerbungsprozess abläuft. Ja? Und da habt ihr uns eine tolle Blaupause gegeben. Mit der Zusammenarbeit, wir haben Strukturen bekommen. Ja, wir werden wahrgenommen von Verkäufern, viel Umsatz auch gemacht in den letzten Monaten. Und das hat sich jetzt nochmal verdoppelt und verdreifacht. Durch das Coaching, man ist halt so eine Art Familie geworden. Und egal, man hat die Sprechstunden, man hat das Coaching, man hat den Heinz, aber man hat auch noch eine Menge Kollegen deutschlandweit verteilt, mit denen man halt sich austauscht. Toll, viele Leute aus der Branche zu treffen, da auch ein Stück weit das Netzwerk erweitern zu können. Das war die richtige Entscheidung. Ich bin auch sehr unterstützt worden durch Bosbach Consulting und das ganze Team. Jetzt stehe ich da, dass ich ein eigenes Büro habe, 3 Mitarbeiter und gerne auch noch wachsen möchte. Einmal Bosbach, immer Bosbach.